Hallo und willkommen zu einer weiteren Traumreise. Ich möchte, dass du gleich deine Augen schließt und dein Handy entweder so vor dein Gesicht hältst oder sehr nah an den Bildschirm gehst, wenn du mit Bildschirm guckst. Du innerlich deine Augen öffnest. Stellst dir vor, wie du deine Augen öffnest und dieses blaue Licht dir entgegenscheint. Du hörst zwei fremde Stimmen, die sich in einer Sprache unterhalten, die du nicht verstehst und die du noch niemals weiterhin siehst du nur das blaue Licht. Erst nach einer Weile siehst du durch das blaue Licht hindurch zwei Silhouetten hindurchscheinen. Sie sind größer als die eines durchschnittlichen Menschen. Und du siehst, dass es zwei Aliens sind. Auf dem Tisch vor zwei Aliens. Das blaue Licht ist auf deinen ganzen Körper gerichtet. Es blendet dich weiterhin. Du zwinkerst dem blauen Licht entgegen und kannst so langsam, aber sicher erkennen, was noch alles da ist. Du bist auf einer Raumstation. Du schaust dich um. Auf dieser Raumstation. Du siehst viele bunte, blinkende Lichter. Und die Armaturen haben einen leicht silbernen Touch. Einige Objekte stehen in diesem Raum, aber du kannst nicht identifizieren, ob es Möbel sind oder vielleicht Teile des Labors, in dem du liegst. Du weißt nicht, für was diese Gegenstände benutzt werden. Einige davon sind verchromt, andere wiederum haben einen leichten Filz. Ähnlichen Überzug. Du hörst, wie die beiden Aliens aufgeregt miteinander reden. Ganz offensichtlich geht es um dich. Jeder einzelne Bereich deines Körpers wird inspiziert von den Aliens. Und anscheinend diskutieren sie über etwas. Leider weißt du nicht was. Es scheint so, als ob sie unterschiedlicher Meinung über etwas sind. Plötzlich bemerkt einer der beiden Aliens, sehr unruhig und aufgeregt.
fast schon unsicher. Und du wirst auch sehr unruhig. Beide Aliens fangen wieder miteinander an zu reden. Diesmal noch schneller. Nach einem langen Hin und Her scheint sich auf etwas geeinigt zu haben. Denn der eine Alien gibt dem anderen Alien ein Gerät in die Hand. Der andere Alien wendet dieses Gerät an deinem Arm an und du merkst plötzlich, wie du sehr, sehr müde und wohlig warm einschläfst. Aber du bist dir nicht sicher, ob das gerade real ist oder ob es die Nebenwirkungen von den Medikamenten sind, die dir die Aliens verabreicht haben. Du entscheidest dich aufzustehen. Die Szenerie, die Blumenwiese, der Wind, die Sonne, es ist alles so unfassbar schön, dass es schon fast unwirklich ist. Dass es dir fast ein wenig Angst macht. Aber es ist auch so unfassbar schön, dass du gar nicht deinen Blick davon wenden kannst. Die Blumen leuchten. Die Sonne ist extrem schön und hell und taucht alles in ein goldenes Licht. Jeder einzelne Grashalm sitzt perfekt. Die Hügel sind wunderschön geformt. Sonst wirkt diese ganze Szene so unfassbar perfekt. Und dann plötzlich siehst du im Hintergrund wieder das blaue Licht, was durchscheint durch diese wunderschöne Szenerie. Das blaue Licht war nie weg. Aber es lässt die gesamte Szene, Blumen, den Hügel, das Gras, so unwirklich erscheinen. Aber du entscheidest dich, trotzdem dich wohlzufühlen und diesen Ort anzunehmen. Denn auf wundersame Art und Weise fühlst du dich extrem geborgen und wohl. Wie in eine warme, dicke, flauschige Decke eingehüllt. Und du willst gar nichts anderes mehr, außer dich in die Sonne, in das weiche Gras legen und die wunderschönen Blumen genießen. Du wachst wieder auf und bist plötzlich bei dir zu Hause. Du guckst an dir runter und es hat sich nichts verändert. Und du fragst dich, ob das Gesamte vielleicht ein Traum war oder ob es real war. Aber das wirst du niemals wirklich rausfinden. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist das wohlig warme Gefühl und das Gefühl, dass
Ist alles gut.